Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand Showdown. Heute spiele ich zusammen mit Frey Frey, die jetzt gerade erst anfängt, Hand auf ihrem Kanal hochzuladen. Schaut da mal vorbei, pusht sie mal ein bisschen, dass die Motivation für mehr Handvideos da ist. Was ist passiert? Ich spiele eine Winfield Centennial mit Giftmunition und Dual Wield Nagant Silencer auch mit Giftmunition. Denn ich hatte ich weiß nicht, ob es für eine Quest war oder ein Summon, auf jeden Fall musste ich Gegner mit Giftmunition töten. Und ja, da habe ich gedacht, was ist besser geeignet, als einfach so viel Giftmunition wie möglich zu besitzen, die man da rausballern kann. Und es waren sehr, sehr coole Kämpfe und ich brauche da jetzt gar nicht lang rumzureden. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dieser Folge. Also eine Creme der Hai. Ich muss jetzt aber erstmal hier rein. Da sind auch nochmal Creme der Bohnen. Hier ist ein Geldsäckchen. Oh Gott, ja. Hier sind auch nochmal Krähen am Zaun. Dann komme ich jetzt hier durch ohne die Krähen zu. Einfach durch den Salat laufen. Oder über die Krähen. Alles. Gib mir sofort mein Wurfmesser zurück. Ja. Ich hasse es, von der Seite hierher zu kommen. Ja, das ist ekelhaft. Aber es ist schon sehr schön, dass sie die Treppe dahin gemacht haben. Das wollte ich gerade erst auch sagen. Übrigens haben sie das hingemacht. Das ändert so viel. Ach, ich meine. Ja, gut. Da schon Clou haben wegen Conduit. Jo. Medikit brauchst du hier drin. Immer noch Alice. Okay, egal welcher Compound ist, das ist ein guter. Boss ist da. Na, ich gehe direkt rein. Komm mit. Ich mach den wieder schnell mit Gift. Ja. Dann gehe ich oben raus. Weiß gewesen. Sehr gut. Okay. Hat aber zwei gelassen. Gelbe Kiste oder so. Ja. Au. Ja. Sehr cool. Oh. Hier eine Falle hingestellt. Hier ist noch eine Bärenfalle. Die eine Band? Ja, genau. Eine habe ich da vorne an die Tür. Dann mache ich die an die Schiebetür hin.
noch Munition, da. Ja, füll schon noch ein bisschen auf. Pitching. Pitching. Gott sei Dank sind wir da nicht. Ja, ich hasse Pitching. Ich auch. Schlimmste. Ja. Gucken, ob sich jemand herfällt. Boah! What? Mensch! Deine Scheiß, Digga, ey, ohne Witz, irgendwann, ne? Wer hat denn jetzt her, ey? Wie viel Decoys braucht man, um einen Zombie zu killen? Weiß ich nicht, konnte ich noch nie ausprobieren. Ich hab so also 5-6 draufgeschmissen, dann fängt er an, auf dich einzuprügeln. Ja, okay. Also nicht Decoys, sondern die normalen Köder halt. Ah, da brauchst du die ganze Schachtel, das habe ich schon mal geschafft. Echt? Ja. Sollen wir dann noch aber die Köder hören sich mittlerweile richtig geil an. Die normalen Köder? Ja. Ja. Die hören sich dann wie Schritte, wenn das ja in den Dreck wird. Ja. Damit habe ich mich schon öfter mal selber verwirrt, wenn ich die geschmissen habe. Um halt die Fallen frei zu spielen. Okay. Dann denke ich so, hey, da waren doch Schritte. Ich glaube, das sind welche. Und hast du wieder geschmissen. Du hast wieder geschmissen. Er hat wieder geworfen, ja. Ich kann's was? Nicht ich wurde hier verpetzt auch noch. Soll ich gucken? Ja, mach mal bitte. Oh ja, zwei Südosten und einer 180, 195. Okay. Auf der anderen Flussseite. Jetzt hab ich in-game gehustet. Ich auf der anderen Flussseite, sagst du? Ja. Oh ja, die kommen. Die sind quasi da. Hä? Nein, da ist Slug dabei. Ja, ja, der eine ist hier unten. Ach du, ja, Slug, okay, das macht Sinn. Der eine ist direkt hier hinter den Fässern, unten im Wasser drin. Es ist eine Nitro. Es ist einfach eine fucking Nitro, okay. Ich hab eine gesehen, aber ich. Meinst du, ich kann dich da holen? Hast du ein Necro? Ja, aber ich habe auch die Bounty. Achso, Lorena, du hast auch eine Nitro. Du hast auch Necro. Da kannst du mich aufstellen. Guck mich einfach mit der Schattensicht an. Mit der Schattensicht? Ja. Ah, okay. Ach du, die machen die Tür auf. Hör auf, hör auf, hör auf. Abbruchkommando zurück. Oder geh besser in Deckung. Geh irgendwo in den Hof oder so. Und mach jetzt nochmal. Mach nochmal jetzt. Wie weit ist denn die Reichweite? Guck einfach, probier's einfach aus. 20 Minuten. Was ich jetzt machen kann, ich hab vorhin aber die Türen geschmissen. Du musst dich weiter angucken, sonst bricht's ab. Ja, ja, sorry. Alles gut, alles gut, alles gut. Weiß nicht, vor ich bin. Ja. Boah, das ist ein Smoke. Ja, ja, ja. Der hat eine Nitro, das bringt ja nichts, dich vor mich zu stellen. Ja, aber damit bin ich tot, nicht du. Aber ich geh mal hinten raus. Ich mag's hier drin nicht. Einer ist hier hinten dran. Los? Ja. Da drin, da drin. Ja. Ich werd hier von allen Seiten beschossen.
Der pusht mich, glaube ich. Von der Seite, der hat einen Hit. Oh Gott. Kicker hat leider die Bestätigung viel zu spät. Das ist eine äußerst unangenehme Situation gerade. Der ist hier hinterm Heuballen. Versuch gerade von der anderen Seite zu kommen, aber... Ich komme aus der Nummer hier gerade nicht raus. Oh, bei mir sind halt 5 Zombies. 6. Auf dem Dach ist einer. Oh Gott. Ja, stimmt, da oben sind sie. Hat einen Hit drin. Einer hat einen Hit. Das war ein Zombie. Kein Dynamit mehr. Einer hat einen Hit. Jo. Sogar kämpft noch. Das war ein Zombie. Der ist wieder da, Vorsicht. An der Ecke, wo ich ihn getroffen habe. Da vorne war auch einer. Einer hat Hit. Einer down. Mhm. Ich habe irgendwas getötet. Kann aber auch ein Zombie gewesen sein. Hit. Hier hinten irgendwo. Aber einer war auch näher. Ja, der ist bei mir. Hier hinter der Scheune. Jo. Hier gleich. Ja, ja, ja. Ist immer noch da hinten. Der andere ist immer noch da hinten. Ja. Er hat einen Hit drin. Der ist jetzt gerade drin irgendwo. Ich muss dich heilen. Ja, da ist es gerade wieder zugemacht. Nicht, also keine Ahnung. Down. Jetzt nur noch der da hinten. Hit. Hallo Bienenfass, würdest du bitte ich kann das Bienenfass nicht zerschießen. Ich loote mal, ich brauch Sekunden, ich brauch Medikits, ich brauch alles. Der ist hier innen drin. Hier? Ja, 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 schön. So. Im Innenhof ist er. Ja, ich schmeiß was rüber. Oh, der ist hier. Hier war er grad. Der hat irgendeine Form von Schrotflinte. Eine Rival, glaube ich. Mit Slug. Ach, der ist es! Okay, okay, okay. Jetzt hockt er da drin mit seiner Slug, ne? Ja, ist ganz hinten drin. Können wir dem seine Mates abfackeln? Ich hab leider nix. Hab leider auch nichts mehr. Ah, das ist ja Scrap Peak, da liegt jetzt auch nichts rum. Ist den versorgt. Ja. Die Tür hier ist offen, die war gerade zu noch. Ja, kann sein, dass sie aufgemacht hat. Ja. Hit. Mhm. Läuft nach hinten weg. Ich geh mal hinten lang. Hier liegt eine Laterne. Hat hier einer zugemacht? Nee, ist durch die Explosion. Ach so. Der läuft hier noch rum. Oben auf dem Dach, auf dem Dach. Oh, er ist hinter mir! Ja, hat mich. Um die Ecke hat er mich noch erschossen. Hebt der auf oder? Der hebt auf. Ja. Oh, da drüben. Einer down. Oh, shit. Oh. Okay, das war dumm. Ich kann jetzt schießen! Oh, scheiße! Oh Mann, das war jetzt. Scheiße. Sorry, das war mein Fehler. Das war zu 100% mein Fehler. Ich hab mich wieder einmal verklickt, da hab ich aus dem Spritze machen gehabt statt. Ich schlag hin, wenn ich wollte. Ich krieg ja erst nach 5 Minuten einen Hitmarker.
mit seinen Sparks. Ich habe eben überlegt, ob der Necro hat. Der hat Necro, der hat ihn aufgestellt gerade eben. Ja, ich hab's gehört. Okay. Oh, nice. Ich kann das Bienenfass jetzt erschießen. Boah, Tim, du Maschine, oh, wieder mal! Mega gut, ey! Der hat mich fertig gemacht, der Typ. Hat jemand noch eine Sekunde? Das Boss-Team hat noch nicht aufgehoben. Ja, das macht mir auch noch Sorgen. Ich loote mal schnell den hier drinnen. Ja, ich loote auch mal durch. So, ich gucke. Nee, niemand hier. Ja, meine Waffe ist mit. Ja. Mein Sparks. Hallo, aufladen! Aus der Hölle, hey, das ist. Kann ich wieder nicht nachladen, ey. Weißt du, ich lieg halt hier schon hinter am Eck und er hat mich trotzdem noch von da aus killen können. Ja. Ist da irgendwo ein Munitionsding? Drin beim Boss. Beim Boss drin. Wo ist denn der letzte? Hier, eins, zwei. Ah, in drin, ja, drei. Noch einer, stimmt. Der hat's ja bis dahin gepackt. Da rein. Ach, das ist die Nitro. Ich glaube, die nehme ich mit. Die ist aber leer. Na und? Nicht, alles gut. Der hat eine Nitro und der andere hat eine kurze Musi. Hat doch Muni aufgesammelt, warum kann ich nicht nachladen? Das ist ein Bug. Da musst du die Waffe kurz tauschen. Oder einmal schießen. Guck mal, ein Käfer. Mhm. Warst du das? Geht oh nicht. Gott. Ja, das war ich. War neben dem Käfer-Spot. Deine Waffe kann ich auch nicht nachladen. Und das ist schon ein Kack. Ich muss mal kurz schießen. Jo. Kann ich nachladen, keine Chance. Ja, toll. So, würde ich sagen, zweites Bounty und dann raus. Die Waffe kann ich nachladen. Also entweder ist einfach die Munition. Ach, keine Ahnung. Ich hab hier irgendwas erschossen mit einem Kopfschuss. Das sah aus wie ein Hunter, der da um die Ecke lunzt. Kann aber auch nur ein Grunt gewesen sein. Kann ich dir nicht sagen. Es sah aber so seltsam aus, deswegen habe ich mal drauf geschossen. Das war ein Kopfschuss, das weiß ich. Aber ich hab da auch niemanden sterben hören oder so. Egal, Hauptsache tot. Egal was. Ich hab noch eine Sticky, falls irgendwo noch ein Meathead rumläuft. Ich meine, ich habe ein Healing was drin gehört von Meathead. Okay. In den Turm geht schon auch mal, vielleicht steckt da was Interessantes drin. Liegt eine Konstantinerbombe, okay, nehme ich. Alles klar. Das finde ich so super, was jetzt in den Türen so alles rumliegen kann. Boah, da braucht echt nur zwei Schüsse mit der Berthier, der Emulator, cool. Kopfschüsse generell mit Long Ammo. Beziehungsweise ein Kopfschuss, der ein Buddy hat, glaube ich. Und jetzt campen sie wahrscheinlich da innen drin noch, unten. Und dann ja, die anderen haben gedacht, ja, geh mal weiter. Aber wir haben ja noch Darkseid. Das wär's. Oh, hier sind Fassfallen. Vorsicht. Mhm. Geh mal kurz in den Versorgungswagen und hoffe, dass ich nicht überlebe. Oh ja, schön, Miete. Den spreng ich mal schnell. Anscheinend haben sie nur die roten Fässer vermint. Ein Müh wäre ich rein. Hier
war noch keine. Ich hab Amite. Ach man, das ist doch alles scheiße. Was ist los? Gar nichts ist los. Dings ist los. Komm her, ich hab hier noch ein Dynamit für dich. Hier sind Upgrade Points. Sie ist alle schon leer gelootet, wenn sie was gegeben hätte. Schade. Jajaj. Zum Train? Hier liegen aber auch keine Toten rum. Aber die haben ja schon geschossen gehabt, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich war sehr unaufmerksam, tatsächlich, bis sie da waren. Ja. Hatte der Shredder-Ammo drin in seiner Niveau? Nein, 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 leider nicht. Wieso? Nö, wer hat mich bloß interessiert? Ach, hier unten haben die Fallen gelegt. Ich verstehe. Sorry. Schießt du schon wieder die eigenen Leute? Ja. Ah, ein bisschen Schwund ist immer, das kann passieren. Ich sehe keinen mehr in der Plattensicht. Na, dann wird auch keiner mehr da sein, nehme ich mal an. Ich guck bei Cyprus mal noch schnell nach einer Kasse. Ich müsste noch einen gegnerischen Käfer erschießen, aber den benutzt ja keiner. Zählt das nicht? Nein, müssen gegnerische sein. Die wissen schon, warum die es dazu schreiben. Oh, du bist immer einen Ticken schneller als der Käfer. Aber nur solange du volle Ausdauer hast. Der hat nichts fallen gelassen. Die Sau. Direkt aufhalten, hier liegt Whisper Smith. Leben hatten so ein Zombie. Weiß ich nicht, wieso. Okay, reicht nicht, oder? Doch, du machst doch Giftschaden. Ja. Ja, die Haife ist immun gegen Gift. Das weiß ich. Gut. Aber die war gerade in der Nähe. Pferd. Es kann jetzt schon wieder da vorne. Ist alles so, wie es sein soll. Ich hab ihn gekillt! Nur mit den Decoys? Nee, ich hab auch schon drauf geschossen. Aber zwei Stück haben dann gereicht. Wie langsam die ja fliegen, ne? Aber wenn ich jetzt ganz hoch wäre, wann es erst ankommt. Das war eine sehr spaßige Runde. Boah, warte mal, ich will mal was ausprobieren. Stell dich mal hinterm Pferd. Ja, so passt. Hast du getroffen? Ja. Okay. Mach mal, ob du uns beiden Damage machst, schnell. Moment. Ja. Aber. Hast mir 24 abgezogen. Ach ja. So, da ist 50 die gute Frau. Den habe ich zweimal, den dreimal, den einmal. Oh, ich setze mal Obmann. Hab schon. 6 Kills aus einem. Oh. Das war eine volle Lobby. Ich habe nichts mitgekriegt, dass da irgendwo geschossen wurde, ne? Ich
meine, die hätten geschossen, aber das war nicht lang genug. Verrückt. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hunt Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.